Servus, grüezi und hallo zu einer neuen Runde Let's Play Train Fever. Und zwar hier im Grundspiel auf der, ich sag mal, europäisch angehauchten Map mit sämtlichen Mods. Natürlich nicht mit sämtlichen, aber mit Mods. Mit sehr vielen. So, wir gehen hier mal dann aus dem Pausenmodus. Und schauen uns das Ganze mal an. 22,9. 16. Das heißt, wir könnten hier jetzt eigentlich. Ich probiere es einfach mal. Da haben wir 14 Passagiere pro Wagen und hier nur jeweils 6 oder noch weniger. Gut, dann. Aus Mangel an besserem Fuhrpark würde ich sagen, wir holen hier unsere Linie 1 ins Depot. Wir haben hier die Fahrzeuge hatten wir drauf. Okay, da haben wir jetzt nicht genug Geld. Da müssen wir mal warten, bis unsere Fahrzeuge zurück sind. Der nächste wird gleich kommen und jetzt sieht das ganz so aus, als müssten wir hier mal ein wenig ja, der geht nicht raus. Ja, wir lassen den einfach mal noch fahren. Ah, und hat geklappt mit dem Klonen. Gut. Irgendwie müssen wir den doch jetzt aber ins Depot bekommen. Warten wir einfach mal, bis er hier seine Passagiere abgeladen hat. Okay, das gibt jetzt auch eine Kapazitätserhöhung bei 3 Wagen auf 42 und nicht mehr nur 27. Und er fährt im Bahnhof ein. Okay, dann geht das jetzt ins Depot mit dem jungen Kollegen hier. Ich denke mal jetzt mit dem Upgrade auf etwas bessere Lokomotive und auf die weitaus stärkeren Wagen
dürfte sich dann auch diese Linie langsam aber sicher mehr anfangen zu lohnen. Wir schauen einfach mal und hoffen. Wir haben jetzt bei einem Zug auch schon nicht mehr einen Takt von 16 Minuten, sondern der ist schon runter auf 14. Also, ja, wir sind wohl hier auf einem ziemlich guten Weg, das einigermaßen zum Laufen zu bekommen. Ja, sehr schön. Da kommt jetzt auch schon unser ehemaliger. Die hat hier auch ein bisschen Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit zu halten. Zumindest sinkt sie schon mal nicht ganz so tief, wie es noch bei der Limmat der Fall war. Hier werden wir jetzt die Züge tatsächlich dann schon zuteilen, sobald der letzte Wagen aus dem Tunnel raus ist. Dass es jetzt hier ein bisschen ruckelt, liegt übrigens nicht am Spiel, sondern ich bin nebenbei noch am Rendern. Also nicht wundern. Ah, jetzt habe ich den nicht der Linie zugeteilt. Natürlich, ich muss ja jetzt noch auf Linie zuweisen, ist ja klar. Zug einfach schon mal etwas eher auf die Linie, dann soll sich das auch wieder ausgleichen, mehr oder weniger. Ah, und da warten Leute, also es wird wirklich Zeit, dass wir hier... Ah, der hat sich vollgesaugt, kann sich auch hier wieder vollsaugen. Ja, 42 von 42. Ich gehe mal davon aus, dass auch der hier sicher mit ungefähr 35 Passagieren dann losfahren wird. Ja, habe den jetzt blöderweise etwas zu spät losgeschickt, möchte jetzt aber Zug 2 deshalb nicht unbedingt aufhalten. Na, eventuell ab 40, auch nicht schlecht. Und da kommt jetzt schätzungsweise endlich der letzte Zug, der Spanisch-Brötli-Bahn Zeit. Immerhin 11 Jahre hat er uns gedient. Jetzt geht's in den verdienten Ruhestand. Muss jetzt aber auch hier mal das Ganze etwas im Auge behalten, damit ich den Zug dann hier passend wegschicke. Nicht so wie den letzten.
Wisst ihr was, ich schicke die über das Zugdepotfenster auf die Linie. Da reicht ein Klick eigentlich schon aus. Unser erster, also beziehungsweise unser erster neuer Zug, Zug 2, kommt jetzt in Schellertal an. Macht einen Gewinn von, na, was für einen Gewinn bringst du? 331.000. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Zug 1 verkaufen wir jetzt. Der bringt uns auch nochmal 172.000. Zug 2 fährt immerhin mit 35 Passagieren zurück. Und ich würde sagen, setzen wir jetzt mal Zug 6 auf die Linie. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie unsere Linie 1 jetzt hier bisweilen läuft und macht schon eine halbe Million Gewinn. Ich überlege mir jetzt gerade, ob hier drei Züge nicht eventuell schon ausreichen würden. Takt von 5 Minuten ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir haben hier schon fast das Doppelte an Passagierkapazität, was wir vorher mit den 4 Spanisch-Brötli-Bahn-Zügen haben oder gehabt haben. Ich würde mal sagen, wir belassen sie einfach mal bei 3 Zügen, das dürfte wirklich reichen. Sonst können wir später immer noch einen vierten Zug draufsetzen, sobald wir die Linie verlängern. Jetzt aktuell aus kostentechnischen Gründen würde ich es dann aber doch eher mal dabei belassen. Gut, Rest macht alles Gewinn, mal abgesehen von Güter Belgershain. Aber auch da ist der Verlust relativ gering. Kann man vorerst mal noch so sein lassen. Die Takte sind überall unter 90 Sekunden. Auch bei unseren Güterlinien. Das nenne ich schon mal sehr praktisch. Gut. Hier kommt ein Zug runter, der andere fährt gerade oben weg. Jetzt frage ich mich gerade, ah genau, so. Ja, doch, das dürfte wirklich passen. Dann hoffe ich jetzt mal. Jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir hier vielleicht quasi sowas wie einen Rundkurs anlegen sollten. Hier von Schellertal runter nach Babenhausen, rüber nach hier Trebus und dann das Ganze hier nochmal mit Sennewitz verbinden. So quasi als separate Linie, einfach hier auf dem zweiten Gleis. Dann könnte man hier das Hauptgleis immer noch weiterführen nach Buchwäldchen. Und hätten wir hier unten... Ah, ja. Es hängt gerade wieder ein bisschen. Ja.
Was hatten wir jetzt hier? Buchwäldchen, Ellenberg, Steißlingen. Und wenn wir es in Steißlingen dann irgendwie schaffen würden, den Bahnhof passend anzulegen, könnte man dann hier Au und Jeetze und eventuell auch Wendischwaren dann hier eventuell auch jeweils noch so Querverbindungen, um die Hauptlinie dann halt ein bisschen zu entlasten. Aber ich glaube, das sollten wir wirklich mal probieren, das so zu verlegen. Stellt sich mir nur die Frage, versuchen wir hier oben wegzugehen oder verlegen wir von hier aus einfach mit einer Kurve das alles unten rum verbindungstechnisch? Das ist die Frage. Hier hätten wir unten nicht mehr so viel Platz für den Bahnhof. Ah. Eventuell Babenhausen unten und Trebus oben. Dann hier irgendwie mit einer Kurve rübergehen, mal schauen, was da die Höhenlinien so sagen. Ob die da mitspielen? Oh. Okay. Der Anschluss in Sennewitz, den können wir wohl vorerst noch vergessen. Entweder so lange, bis wir die passenden Lokomotiven haben. Ich denke jetzt hier an den Big Boy. Oder auch die B oder die CE68. Also Krokodil oder Big Boy halt. Eins von beiden wird es dann wohl richten müssen. Also Babenhausen und Trebus können wir ruhig mit Schellertal verbinden. Da spielen auch die Höhenlinien mehr oder weniger mit. Sennewitz liegt da halt ein bisschen blöd in dem Tal. Gut, probieren wir es mal. Zumindest schon mal den Grundstein legen für diese neue Linie. Natürlich, indem wir hier wieder die Straßen unseren Vorstellungen entsprechend anpassen. Genau so machen wir das. Nee, etwas gerade dürfte es schon sein. So zum Beispiel. Ja, ja. Und dann gibt es hier nochmal sowas wie ein Verbindungssträßchen. So sieht das besser aus. Und dann noch hier rüber. Jetzt können wir nämlich hier noch eine Verbindung nach hier drüben verlegen. Und eine Querstraße, die das hier noch. Und einmal so. Die Straße könnten wir hier auch noch einigermaßen sinnvoll nutzen. Gut, auf der Seite hätten wir nun jetzt mal alles vorbereitet.
beziehungsweise kommt, wir ziehen das hier auch noch runter. Das heißt, wir versuchen es mal. So. Dann hätte ich das gerne hier als große Kreuzung. Du darfst dann auch noch hier rüber. Und hier gibt es einfach mal ein kurzes Update auf die Straße. Ah, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wo wollen wir denn hier unseren Bahnhof am sinngemäßesten platzieren? Zweigleisig, aber auch maximale Länge. Wir wollen ja dann noch lieber nach Trebus. Holen wir uns doch einfach die Landnutzung mit zu Hilfe, damit wir sehen, wo was abgeht. Wir wollen ja dann hier rüber, müssen den Bahnhof aber unten anlegen. Ich sagen, versuchen wir das doch einfach mal hier unten. Wobei, das ist blöd. Dort ziehen wir besser noch ein Stück Straße raus. Vielleicht hier. Auf die Höhenlinie. Wobei wir hier eigentlich auch gleich diese fette Straße nehmen könnten. So, ungefähr so dürfte das passen. Nehmen wir aber nur den mittellangen Bahnhof, das dürfte eigentlich reichen. Das müsste vom Anschluss her auch passen. Ich hoffe es jetzt jedenfalls mal. Und dann spendieren wir hier auch gleich den großen Trambahnhof. So. Und gruppieren das Ganze mal. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, wie wir hier das Ganze verlegt bekommen. Bis hier funktioniert es doch schon gar nicht mal so schlecht. Wir müssten hier rüberkommen. Das heißt, ich fahre
der Linie jetzt mal von hier aus entgegen. Und nehme hier definitiv das zweite Gleis mit einer möglichst starken Biegung, ohne dass wir hier Geschwindigkeit einbüßen. Wobei ich gerade sehe, das ist eigentlich blöd, hier mit Brücke zu starten. Gut, wird wohl nicht anders gehen. Oder wir machen das einfach mit Landaufschüttung. Ganz genau, machen wir hier einfach einen Bandamm. Ist jetzt zwar etwas teurer, aber immerhin können wir uns dann da einen Gleiswechsel erlauben. Zu Bandamm sieht ja jetzt auch nicht allzu übel aus. Schauen wir mal, ob wir das hier einigermaßen vernünftig angeschlossen bekommen, indem wir hier mal schon in der Kurve gehen. Ja, könnte tatsächlich funktionieren so. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann machen wir erstmal das Teilstück fertig. Das wäre dann das obere Gleis. Das kommen, ja doch, bekommen wir ohne Geschwindigkeitsverlust angeschlossen. Jetzt mal schauen, ob wir hier auch wirklich richtig dran gefahren sind. Jawohl! Jetzt für ein Problem. Darf es auch keine Kollision geben? Ah, gibt es auch nicht. Ja, wenn man es von Anfang an richtig machen würde. Nun gut. Dann können wir jetzt hier schön. Ja, jetzt. Du musst natürlich dich hier drüben fahren, du fährst hier. Keine Kollision, gut. Das sollte sich auch finanziell gerade noch so ausgehen. Ja. Mir die Frage nur, wie bringen wir jetzt hier in Trebus den Bahnhof einigermaßen sinnvoll an? Wir müssten ja quasi hier, oder ob wir hier einfach quer drüber gehen und den Bahnhof irgendwo hier dran pappen. Könnte wohl die beste Alternative sein. Also ziehen wir das hier noch ein bisschen weiter vor.
oder noch besser wäre es hier. Ungefähr so. Wobei dann noch die Frage offen bleibt. Ob wir hier dann noch die Weiterleitung der Linie nach Sennewitz irgendwie durchziehen können, wenn das Städtewachstum weiter vorangeschritten ist. Ah, hier dürften dann zwei Gleise eigentlich auch reichen. So schließen wir den Bahnhof einfach mal da an. In der Hoffnung, dass das auch wirklich so klappt, wie wir uns das jetzt noch vorstellen. So, schön gruppieren. Ist gruppiert. Natürlich haben wir jetzt hier ein Problem mit diesen zwei Straßen. Na gut, schauen wir mal. Na, hier kämen wir rüber. Hier, da geht es nämlich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier mit der zweiten Spur auch noch rüberkomme. Das geht ja sogar. Hätte ich jetzt nicht angenommen, dass wir das tatsächlich schaffen ohne irgendwelche Konflikte. Aber gut. Auch das, ja, bestens. Und da werden wir jetzt einfach mal hier noch ein Depot hinsetzen. Na, so, bis da ist gut. Runter mit dir. Gut, da haben wir maximal 70, das dürfte so eigentlich auch passen.
raus und dann hin mit unserem Zugdepot. Dann werden wir hier auch schon mal hier ein Auffahrschutz. Dann geht es hier vor dem Depot nochmal. Dann werden wir hier schon mal die Linie soweit anpassen, indem wir natürlich eine neue Linie erstellen. Von Schälertal nach Babenhausen und dann hier rüber nach Trebus, zurück nach Babenhausen und dann wieder hoch nach Schälertal. Linie 2 steht. Ah, jetzt hätten wir uns das Linienfenster für Linie 2 noch nicht zumachen dürfen. Wir müssen ja jetzt hier mal noch in dem Part zumindest die den Gleiswechsel irgendwie versuchen hinzubekommen. Oh, hier haben wir maximal 95. Ja, und jetzt wohl wirklich maximal 95. Vom Bahnhof müssen die eh runterbremsen. Von daher sollte das jetzt mal nicht so das Problem sein. Hier machen wir es mit 120. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier mal mit einem Block gucken, ob wir den Spurwechsel so erzwingen können, hier und hier. Ja, funktioniert. Hier gibt es den Auffahrschutz. Dann legen wir hier noch schnell die Blöcke an und dann war's das für diesen Part. Auch hier nicht allzu viele Blöcke rein. Hier noch einen vor der Steigung. Und dann hier ebenfalls den Auffahrschutz vor der Weiche und dann passt das. Komm, 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 hier gehst du hin, sehr schön. So, hätten wir ja eine neue Linie erstellt. Wir werden uns aber jetzt schon mal einen Zug zumindest zusammenstellen und den dann im nächsten Part klonen und unserer Linie 2 zuweisen. Ich bin mir am überlegen, Borsing muss hier auch nicht unbedingt sein. Na, wisst ihr was?
aus Mangel an genug starken Lokomotiven nehmen wir uns hier einfach auch die General, hier mit den vierachsigen Personenwagen. Ich glaube, drei sollten hier auch reichen. Drei Stück haben wir schon mal geklont, aber der Linie zuweisen werden wir die noch nicht. Das kommt dann definitiv im nächsten Part. So, bis dahin sage ich einfach mal Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Helvetic Let's Plays hier bei YouTube. Tschö mit Ö.